So kann es für den deutschen Rekordmeister natürlich sehr gerne weitergehen. Nur eine Woche nach dem Supercup-Triumph machen sich die Spandauer vor heimischem Publikum ein schönes Weihnachtsgeschenk und bezwingen Waspo Hannover erneut mit 12:9. Klar, also ein Titelgewinn pusht halt immer. Das hat uns, glaube ich, auch gepusht, ein bisschen mehr noch im Training zu arbeiten. Supercup ist ein gutes Stichwort. Immerhin ist es nicht nur der erste Triumph für Trainer Athanasios Kyrgias, sondern auch für André Prioteasa. Es fühlt sich richtig gut an mit dem neuen Team. Jeder hat sich auf das Spiel konzentriert und wollte unbedingt gewinnen. Hoffentlich sichern wir uns auch die anderen Titel in dieser Saison. Wie zuletzt läuft Spandau mit den schwarzen Kappen und Waspo in nahezu Bestbesetzung auf, weshalb das Spiel sehr ausgeglichen startet. Allerdings führt dann die offensive Abwehr der Hausherren bei den Gästen zur Unsicherheit. Es entstehen Fehlpässe, die der Berliner Kapitän Dimitri Chollot und Marin Restovic gekonnt ausnutzen können. Aber Waspo fängt sich schnell. Zur Halbzeit liegt der Supercup-Sieger trotzdem schon relativ deutlich mit 9:6 in Front. Die erste Halbzeit kann man sagen, wie man will, aber unsere Verteidigung nicht richtig da. Auch ich als Torhüter muss mich da in die Verantwortung nehmen, dass ich auch nicht sehr gut gehalten habe in dem Moment, auch einige Bälle reingelassen habe. Nach der Pause fordert der Spandauer Trainer Athanasios Kyrgias eine höhere Konzentration bei seinen Jungs. Jedoch kommt es genau umgekehrt. Es gibt erneut verpasste Torchancen und die Spieler wirken danach schon ein bisschen verunsichert. Die Köpfe hängen lassen geht aber natürlich nicht. Die Wasserfreunde versuchen es immer wieder und wieder. Dann werden sie auch endlich belohnt. Spandau in Überzahl, Dimitri Chollot netzt ein zum 10:7. Im letzten Viertel schenken sich die Spieler beider Teams eine hervorragende Defensivleistung, was dazu führt, dass nur ein Tor fällt und das ausgerechnet für die Gäste. Doch mit dem Endergebnis von 12:9 signalisieren die Hausherren, wieso der Rekordmeister zu Recht an der Spitze steht. Es ging jetzt hoch und runter am Ende nochmal. Die Waspo hat es halt nochmal probiert ranzukommen. Wir haben die Verteidigung eigentlich ganz gut gestanden. Vorne leider auch nicht noch ein, zwei Tore mehr gemacht, um den Sack endgültig zuzumachen. Aber im Endeffekt, was waren es jetzt? 3 Tore Unterschied am Ende. Bevor die Spandauer in die wohlverdiente Weihnachtspause starten, erwartet sie jedoch noch ein weiteres Hammer-Match und zwar gegen Marseille. Und hoffentlich können sie auch dann an den Wochenenderfolg anknüpfen.